Ja, Frau Professor Dr. Denzler, liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Der Vortrag, den ich halte, hat keinen wirklich wissenschaftlichen Hintergrund und Charakter. Ich bin Gestalter und habe es gern bunt und laut und vielfältig. Das wissenschaftliche Zitieren und so weiter, haben wir gerade schon festgestellt, fällt mir sehr schwer. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nie eine Professur bekommen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Das Thema ist natürlich an das große Thema angelehnt, das Thema der Agilität. Bei mir ist der Fokus ganz klar auf das Thema Markenführung, auf das Thema Branding. Ich möchte vorher ganz kurz ein bisschen was zu mir und meiner Person erzählen, denn wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, merkt man und dann so ein bisschen nach rückwärts guckt, dass ganz viele Dinge, die man so im Leben erlebt hat, einen mehr geprägt haben, als man eigentlich denkt. Und darum bin ich mittlerweile immer, wenn jemand etwas erzählt, sehr daran interessiert, wie kommt er denn da überhaupt dazu? Warum erzählt er das? Deswegen ein ganz kleiner Ausflug in erstmal meine eigene Geschichte. Ich komme, wie man vielleicht hört, aus Bayern, aus dem schönen Bayern, das nicht nur durch Berge und Burgen hervorsticht, sondern auch durch eine sehr bestimmte Ikonografie. Wir sind immer, mein Vater ist Maler, meine Mutter Keramikerin, wir haben immer in Schulhäusern gewohnt. Daneben war immer die Kirche und als kleiner Bub bin ich dann immer in die Kirche und habe dann immer diese riesengroßen Heiligenbilder gesehen. Eine Zeit lang habe ich das dann sehr verdrängt und merke aber jetzt auch in der Gestaltung und in der Art und Weise, wie ich Geschichten erzähle, dass es doch so was sehr Barockes immer hat, immer groß, immer ein bisschen bunter, immer ein bisschen lauter. Hat lange gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Jetzt weiß ich damit zu spielen und umzugehen. Insofern, es gibt irgendwann einen Punkt auch in Ihrem Leben, wo man mal zurückguckt und schaut, was gibt es denn da, was mich so geprägt hat. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, das kam auch noch dazu, bin mit 18 endlich nach München gekommen, habe dort Zivildienst gemacht. Damals dauerte der noch sage und schreibe 18 Monate, was echt lang war. Und ich habe den in der Montessori-Schule gemacht, mit geistig behinderten Kindern, mit körperlich behinderten Kindern, was mich sehr gut vorbereitet hat auf mein späteres Leben im Agenturbereich, weil man einfach lernt, und das ist gar nicht bös gemeint, sondern man lernt irgendwie Menschen in all ihren Facetten zu respektieren. Und es kommt immer wieder der ein oder andere Kunde, wo man zuerst denkt, der hat doch einen Megaknall. Aber durch diese 18 Monate habe ich gelernt, mit solchen Megaknalls umzugehen und damit zu arbeiten und versuchen, mich darauf einzulassen. Auch das ist etwas, Empathie ist, glaube ich, bei einem Designer ein Wesenszug, der ganz wichtig ist. Das habe ich da auf alle Fälle gelernt. Da wollte ich dann aber auch ganz schnell weg. Ich hatte genug von Kindern und wollte eigentlich unbedingt Schauspieler werden. Habe dann überlegt, es wäre aber auch ganz spannend, in die Werbung zu gehen. Habe dann wieder gedacht, ach, vielleicht werde ich doch lieber Schauspieler. Da ist vielleicht der Ruhm größer. Dann habe ich gedacht, in der Werbung hast du irgendwie das sichere Geld. Was ich gemacht habe, ich bin in die Schweiz gegangen, habe dort studiert. Mich hat es also wieder aufs Land gezogen. Das ist der schöne Genfer See. Das College, an dem ich studiert habe, heißt Art Center College of Design. Das Hauptcollege ist in Pasadena, das war das sozusagen das Affiliate College. Das Besondere daran war, dass damals, und das ist wirklich schon eine Weile her, das war 1994, habe ich meinen ersten Multimedia-Kurs gemacht. Es gab damals schon Multimedia-Kurse. Das war etwas Besonderes, denn es gab noch kein Internet und eigentlich hatte kaum jemand einen Computer. Wir haben es trotzdem gelernt, wussten eigentlich nicht so wirklich, was wir damit machen, haben aber dadurch eine sehr nonlineare, interaktive Erzählweise gelehrt bekommen, was sehr, sehr spannend war und was dann mein Leben doch noch entscheidend verändern sollte. Allerdings, mein Abschlussprojekt war wieder was sehr Bodenständiges, das ist wieder der Schulterschluss zurück. Ich habe eine Weißbierkollektion entwickelt, die genauso heute auch noch in Bayern zum Verkauf steht. Ich hatte das große Glück, dass das auch produziert wurde. Und man sieht hier schon, die bayerische bzw. die katholische Ikonografie hat mich nicht losgelassen, das Bayerische. Und das war aber damals schon so, ich wollte, da sollte mehr drauf sein als nur Hopfen. Jede Flasche sollte ihre eigene Geschichte erzählen und so ist irgendwie das Weiß-Weiß-Bier ist mit dem Husky, es gibt einen Bock, lauter so Geschichten und du hast sofort irgendwie das Gefühl, da passiert irgendwas.
Dann war ich fertig. Wahnsinnig teure Schule, teure Ausbildung. Meine Eltern haben gesagt, der Geldhahn ist jetzt gestrichen. Was ist passiert? Ich habe keinen Job gekriegt. Ich bin nach London geflogen, habe mich vorgestellt. Alle haben gesagt, wunderbar, you can work here 1 year for free. In London ein Jahr ohne Geld zu bekommen, zu arbeiten, ist utopisch, ging gar nicht. Ich bin dann nach Italien gegangen, war wahnsinnig unglücklich, denn in Italien ist es in der Tat so, was man im Urlaub sehr schätzt, herrscht auch dort in der Geschäftswelt. Die Agentur hat um 10 Uhr aufgemacht, hat 2 Stunden Mittagspause gemacht und um 5 Uhr war wieder Schluss. Das hört sich jetzt für mich wie ein Traumjob an. Damals war das natürlich die Hölle, denn ich wollte gestalten, ich wollte die Welt verändern. Das ging dann nur sehr schwer. Und dann saß ich in Mailand am Domplatz, habe die Wired durchgeblättert. Das war damals unser Magazin, unsere Bibel, weil ich ja natürlich auch so ein bisschen diesen Multimedia-Hintergrund hatte. Und da war eine Anzeige, da stand, Multimedia-Agentur in Berlin sucht erfahrenen Multimedia-Designer, was damals 95 eher ein Scherz war, denn es gab keine erfahrenen Multimedia-Designer. Start immediately, ich sofort angerufen, bin nach Berlin geflogen, beziehungsweise habe eine Bewerbung geschrieben, die sah so aus. Dann damals noch, es gab natürlich keine digitalen Bewerbungen, es gab kein digitales PDF, habe meine Multimedia-Geschichten, ich habe einen interaktiven Nachtclub gestaltet, den habe ich dann ausgedruckt, aufgeklebt und so weiter. Es gab ja auch keine CD-ROMs, das war echt, ich weiß gar nicht, wie wir damals überhaupt überleben konnten. Jedenfalls, ich habe mich beworben und hatte dann die Zusage, ja, du darfst nach Berlin. Mein einziges Bild, das ich damals von Berlin hatte, aus dem schönen, romantischen Bayern kommend, in der Schweiz studiert, war das. Das heißt, ich hatte richtig Schiss, nach Berlin zu gehen, weil ich dachte, das ist die Drogenhölle. Ist es ja auch in bestimmten Teilen auch heute noch. Ich kam nach Berlin und zwar denkbar ungünstig, bin mit meinem alten Golf aus Mailand losgefahren und kam an am 1. Mai. Und bin mit meinem Auto so durch Kreuzberg, das ist komisch, keiner auf der Straße. Und dann sehe ich alles abgesperrt, es war schrecklich. Berlin war damals nicht so wie heute, Sie sind wahrscheinlich alle noch ein bisschen jünger als ich, deswegen Berlin sah überall so, es war alles so dreckig und schmutzig, die Wohnungen sahen alle so aus, es gab nur Kachelöfen, die Toiletten waren irgendwie auf der halben Treppe, es war echt eine harte Zeit und ich habe jeden Abend meine Mutter angerufen, geweint und gesagt, wann darf ich endlich wieder nach Hause. Das ging ungefähr ein halbes Jahr, währenddessen haben wir bei Pixelpark angefangen, die Welt zu verändern. Da haben wir uns auch kennengelernt und das Spannende daran war, dass wir in eine Zeit reingekommen sind, so eine gab es vorher noch nie, weil auf einmal ein Medium aufgetaucht ist. Wir haben zuerst CD-ROMs gestaltet. Ich habe für die Prinzen, für die H-Blocks, für die Fantastischen Vier CD-ROMs gemacht, Musik-CD-ROMs. Das war der Markt der Zukunft. Damit würde man wahnsinnig viel Geld verdienen. Hat ungefähr ein Jahr gedauert, dann war das alles weg, denn das Internet war auf einmal vor der Tür. Und dann haben wir angefangen, fürs Internet zu gestalten. Und das war eine komplette Umstellung. Und wenn wir über Agilität sprechen, und das bedeutet für mich auch, sehr schnell, sehr flexibel sich auf neue Situationen einzustellen, dann war das damals wirklich der Fall. Keiner von uns hatte eine Ahnung, wie das Internet wirklich funktioniert. Wir wussten nicht wirklich, wie wir dafür gestalten sollten. Wir wussten nur, die Daten, die dort durch die Mini-Leitungen gehen, man hat sich damals ja noch eingewählt, das hat dann immer erst gemacht und dann kam das erste Bild so ganz langsam. Das heißt, je kleiner die Bilder waren, umso schneller haben sie sich geladen. Das heißt, alles, was wir gelernt haben, irgendwie von großen Bildern und Farben und so weiter, war auf einmal runter reduziert auf 256 Farben, auf Dateien, die möglichst nicht mehr als maximal 10K haben sollten. Und da können Sie sich vorstellen, wie klar, wir haben dann für Dr. Oetker die Frau Renate wieder aus der Kiste geholt und die hat dann Küchentipps gegeben und die hat sie dann immer in Neongrün und Schwarz gegeben, weil es die einzigen Farben waren, die irgendwie verwendbar waren, weil die nicht so viel Platz verbraucht haben. Es war alles echt schräg. Es hat lang gedauert, bis ich mich da wirklich reingefunden habe. Es gab so einen magischen Moment. Das war der, dass wir ziemlich betrunken, nachdem wir mal wieder irgendwie das komplette Internet nicht wirklich verstanden haben, ich darf nicht hinter diese Linie gehen, ich muss hier stehen, sind wir ziemlich betrunken aus Kreuzberg gekommen, sind irgendwie nach Charlottenburg gefahren und auf einmal sind wir am Reichstag vorbeigekommen. Es war morgens um 5, die Sonne ging gerade auf und dann hat die sich in diesem, es war so ein Metallstoff so gespiegelt und wir standen alle da und haben sowas noch nie gesehen. Und aus allen Ecken von der ganzen Stadt kamen die Leute, und alle haben sich rundherum gesetzt um den Reichstag und haben zugeguckt, wie auf einmal die Sonne über dem Reichstag sich spiegelt und aufgeht. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, in Berlin passiert wirklich was. Das ist eine Stadt, in der du gerne bleiben möchtest. So bin ich dann auch geblieben und leider nie wieder weggekommen. London, mein Traum, war in weite Ferne gerückt. Ich war bei Pixelpark, ich habe 95 angefangen als Assistant Graphic Designer.
Nach 2 Jahren war ich Kreativdirektor, weil es gab ja niemand, der den Job machen konnte, den ich konnte. Und so war das, glaube ich, eine der schnellsten Beförderungen, die es irgendwie jemals gab. Das war nicht so einfach. Auch hier wieder das Thema, sich auf neue Dinge einstellen. Ich musste natürlich alles mir selbst beibringen. Ich hatte vorher noch nie ein Mitarbeitergespräch geführt. Auf einmal hatte ich ein Team von 40 Leuten, die einmal im Jahr sich mit mir zusammensetzen wollten und wissen, wie sind denn meine beruflichen Perspektiven, was hast du mir denn zu bieten? Ich war ungefähr 2 Jahre älter und wusste selber nicht, wo meine Perspektiven sind. Das heißt, da gab es einige sehr unangenehme Gespräche. Auch mit Kunden. Auf einmal standen wir vor den Vorständen der Allianz, vor den Vorständen von Bayer. Ich war 26, hatte meinen ersten Anzug mehr gekauft, habe so gezittert, war wahnsinnig nervös, hatte wirklich große Angst und habe denen einfach das neue Internet von der Allianz verkauft. Wir hatten selber keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir haben aber gesagt, wir wissen es, ihr wisst es nicht, deswegen so muss das aussehen. Das war eine spannende Zeit und wir haben uns echt ganz schöne Bocke geleistet, haben wahnsinnig viel Geld verdient, haben es dann auch sehr schnell leider wieder alles verloren. Und zwar, ich bin dann noch einmal, als Pixelpack sehr gewachsen ist, bin ich rübergegangen zu Frog. Frog, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, ist eine der renommiertesten Designagenturen. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist. Damals war das so der Star, zum Beispiel der erste Apple Macintosh, dieser Snow White, der kleine, wurde von denen entwickelt. Die haben damals das Lufthansa-System komplett nur überarbeitet. Und ich wollte endlich wieder kreativ arbeiten und nicht immer mit irgendwelchen Kunden mich streiten, ob das Internet jetzt rechtsrum oder linksrum sich dreht. So bin ich also zu Frog Design, wurde dort, das war die Zeit der großen Titel, Vice President Digital Media Europe. Ich hatte eine Visitenkarte, die einmal so um die Ecke ging und bin durch die Welt geflogen, hatte sofort Senatorstatus, was nicht ungefährlich ist, wenn man 30 Jahre alt ist. Also wir waren schon, das war schon auch so ein Höhenflug. Und wir dachten schon, wir saßen dann abends so in Bars irgendwie in Boston oder in New York und haben gedacht, wir haben es echt geschafft. Dann gab es irgendwie Börsengänge und auf einmal waren auf unseren Konten, beziehungsweise auf den virtuellen Konten, auf einmal so die erste Million und wir haben gedacht, so geil, wir machen jetzt noch 5 Jahre und dann war es das. Das hat nicht funktioniert. Nach 2 Jahren war Frog Design pleite, Pixelpark war pleite, alle Unternehmen, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, das Art Center musste schließen, war alles weg. Mein ganzes Geld, weil ich natürlich doof war und gedacht habe, behältst du es noch ein bisschen aus meinen Millionen, sind jetzt, ich gucke immer drauf, sind 420 Euro geworden. Das tut wahnsinnig weh, aber es ist halt so. Und das war sehr, sehr heilsam. Ich musste dann Berlin auch verlassen. Ich bin dann zu Steilmann gegangen, weil in Berlin gab es keine Jobs mehr. Es gab nichts mehr. Steffi, du kannst dich erinnern, bei dir war es so ungefähr ähnlich. Bei jedem von uns war es so. Das heißt, das, was wir vorher im Positiven erlebt haben, dieses Riesenwachstum, auf einmal war alles weg. Wir mussten uns wieder umstellen. Bei mir war es, glaube ich, am schmerzhaftesten, denn ich musste nach Bochum-Wattenscheid. Bochum-Wattenscheid ist hinter Bochum und dort ist das der Modekonzern Steilmann. Das war etwas, was mich aufgefangen hat. Britta Steilmann war eine gute Freundin von Paulus Neef, dem Gründer von Pixelpark, eine Frau, die mit dem Thema Ökomode Furore gemacht hat. Die war die erste, die gesagt hat, Mode muss nachhaltig sein, überhaupt muss Konsum nachhaltig sein. Das war damals nur so, naja, warum denn eigentlich? Und ich bin da mit ihr eingestiegen und sie hat die Firma von ihrem Vater unternommen, ein riesengroßer Modekonzern. Und wir haben diesen ganzen Konzern versucht umzudrehen. Damals waren Zara und H&M so die ersten, die wirklich ganz neu mit nicht mehr nur 2 Lieferterminen im Jahr, sondern 18 Lieferterminen im Jahr, also wirklich alle 2 Wochen eine neue Kollektion. Das haben wir versucht, bei diesem Riesenkonzern umzudrehen. Leider wieder gescheitert, nach 2 Jahren haben sie uns rausgeschmissen, ich bin wieder nach Berlin zurückgegangen und so, oh, was machst du denn jetzt, hat schon einiges nicht geklappt in deinem Leben. Und auch da, wenn man denkt, es geht gar nicht mehr weiter, kam ein Kollege, mit dem ich bei Frog Design gearbeitet habe, Tobias Flaps, deswegen man soll immer nett zu seinen Kollegen sein und immer im Kontakt bleiben, da ergibt sich vieles auch mit seinen Kommilitonen, das sind die wichtigsten Verbindungen und bin dann bei Metadesign eingestiegen und das war deswegen so ein großer Schritt, weil Metadesign ist schon die Koryphäe, das ist das Unternehmen, wo man hingeht, wenn es um Markenentwicklung geht. Und ich hatte natürlich in meiner Historie sehr stark den digitalen Hintergrund, ich habe irgendwie Mode gemacht und auf einmal haben sie mir die Chance gegeben, da einzusteigen. Das heißt, ich musste mich wieder komplett neu orientieren. Markenführung natürlich, das, was man irgendwie so landläufig drunter versteht, das wusste ich schon auch. Aber wie das wirklich geht, das war wieder etwas komplett Neues. Das heißt, ich musste mir das schon wieder neu selbst beibringen. Ich musste aber die ganze Zeit so tun, als würde ich es kennen können, denn ich wurde ja als Kreativdirektor eingestellt. Insofern, auch da war der Anfang schwer.
das Tolle am Branding ist, wenn du das Prinzip oder an der Markenführung, wenn du es einmal verstanden hast, dann geht das immer schneller. Das ist wirklich etwas, was du lernen kannst. Und wenn du dazu natürlich dann, und das ist bei einem Designer nicht hinderlich, wenn du dazu noch ein kreatives Verständnis und ein ganz gutes Händchen hast, dann kann man sich da ganz gut positionieren. Ich hatte eben durch diese Zeit bei Pixelpark auch gelernt, mit schwierigen Kunden umzugehen und habe es bei Metadesign dann doch geschafft, mich innerhalb der 9 Jahre, die ich dort war, mich zu positionieren. Ich war zuletzt Executive Creative Director und habe das Kreativteam geleitet. Das sind ungefähr 80 Leute. Und an Kunden waren es von Lufthansa über Audi, Volkswagen, die ganzen Großen waren dabei. Das war sehr spannend, aber am Schluss, und der Schluss ist jetzt ungefähr 5 Monate her, habe ich gemerkt, das kann es doch nicht gewesen sein. Du kannst doch jetzt nicht bis an den Rest deines Lebens jeden Morgen aufstehen, entweder nach München, Frankfurt oder Boston fliegen und eine Präsentation halten und in anderen Tagen dich mit den Designern darüber zu diskutieren, ob sie jetzt nächstes Jahr Senior Designer werden oder übernächstes Jahr. Und habe gemerkt, ich komme auch selber nicht mehr dazu, selbst zu gestalten. Und das ist es, glaube ich, auch, was ich in den letzten 10 Jahren sehr vermisst habe. Ich wollte wieder selber etwas machen. Ich wollte Dinge auf die Bahn bringen. Und so bin ich jetzt seit 1. August selbstständig, Käfig verlassen. Wieder etwas komplette Umstellung. Und ich finde, das trifft auch wieder das Thema Agilität. Also dieses sich sofort wieder umorientieren. Ich muss jetzt meine Buchhaltung selber machen. Ich muss irgendwie meine Termine selber machen. Das ist natürlich schön. Ich hatte 2 Assistenten, die haben alles für mich organisiert. Ich hatte 30 Designer, die haben alle meine Designs gemacht. Insofern, das tut schon immer weh am Anfang. Und es bedarf einer gehörigen Menge Mut. Und ich habe also die letzten Monate nicht sehr gut geschlafen. Auch das ist etwas, diese Offenheit und dieser Drang nach Freiheit erfordert auf der anderen Seite doch wirklich schon einen ganz schönen Tribut. Das war nur ein kurzer Diskurs, damit Sie verstehen, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich präsentiere, wie ich präsentiere. Unser Thema heute ist nämlich doch eigentlich die agile Markenführung. Und habe dann einfach mal überlegt, wie ging es denn bei uns so? Und das Thema agile Markenführung war in der Tat bei uns schon lange ein Thema. Da wir haben gemerkt, dass große Konzerne, aber auch neue Marken, die wir entwickelt haben, vor einer riesen Herausforderung stehen. Für die war das so ein bisschen das Ende der Markenführung, wie sie sie kennen und auch das Ende von etwas, das sie doch eigentlich scheinbar so im Griff haben. Nämlich, hier ist der Style Guide, hier ist das Manual und genau so wirst du es jetzt die nächsten 20 Jahre durch. Das Logo ist immer so groß, es kommt an die Ecke und wir haben 7 Medien, wir haben die Booklets, wir haben, naja gut, wir haben noch die blöde Website, aber die schaut eigentlich auch immer gleich aus. Es gibt bestimmte Parameter, innerhalb der kannst du dich irgendwie bewegen. Und auf einmal kamen so Dinge wie Social Media, es kamen so Dinge wie das ganze Thema Film natürlich, es kamen Dinge wie, wie nennt man es, Guerilla-Marketing und so weiter, mit denen unsere Kunden nichts anzufangen wussten. Die gesagt haben, ich bin in der Tat am Ende. Das Blöde war, einigen von uns ging es genauso. Viele von uns in den Agenturen wussten auch nicht, was machen wir denn jetzt mit Social Media, wenn auf einmal auf Marken eingedroschen wird, wenn du irgendwie merkst, dass Firmen mit Crowdsourcing sich ihre Logos entwickeln lassen und wir eigentlich überflüssig sind. Wie reagiert man denn da drauf? Denn historisch ist es eigentlich so bedingt, wenn man so ein bisschen zurückgeht, ich habe Communication Design studiert. Das hieß damals Communication Design und war an meinem College die uninteressanteste Disziplin überhaupt. Es war viel interessanter, Automotive Design zu machen und bei BMW und bei Audis die neuen Karosserien zu entwickeln oder Produktdesign zu machen, um dann irgendwie bei Apple einzusteigen. Kommunikationsdesign, das war so immer das Stiefkind. Das waren die, die machen dann noch die Broschüren und machen vielleicht noch das Logo. Aus Broschüren und Logo ist etwas entwickelt, hat sich etwas entwickelt und so war dann spannenderweise auch mein Werdegang. Das Corporate Design, und das ist eben genau das, von dem ich gerade gesprochen habe, das waren diese sehr, sehr klaren, sehr, sehr definierten Richtlinien. Es gibt das Logo, es gibt die Farbe, es gibt das Schrift, es gibt das Bild und dann gibt es noch ein Designprinzip. Gerne mal so einen Bogen unten am Rand der Seite, wo man dann noch Typo draufsetzen kann und dann macht man das Logo als Abbinder. Und daraus machen wir die Corporate Design Guidelines.
Bei Metadesign fing es so an, war natürlich auch eine klassische Designagentur, als die sich entwickelt haben zur Corporate Design Agentur, kam Volkswagen und hat gesagt, das ist unser Logo, das ist ganz neu, das passt aber nicht auf diese Diskette. Könnt ihr das so neu zeichnen, dass es auf so eine Diskette passt? Und das war so der Anfang, wie wird das Logo gezeichnet und so weiter, sodass Metadesign sich auf so einem Weg begeben hat von einer verhältnismäßig Beliebigkeit, wo man über Design auch noch diskutieren konnte. Es war alles geschmäcklerisch. Mache ich das ein bisschen größer? Ist es rot? Ist es gelb? Wie findest du das? Eine sehr künstlerische Herangehensweise und eine sehr freie. Das wurde auch durch technische Bedingungen, auch durch immer größer werdende Konzernstrukturen nicht mehr möglich. Man musste einfach alles verguidelinen. Es gab dann auch noch andere Dinge. Die Farbe Blau zum Beispiel. Für was steht die Farbe Blau? Im Kommunikationsdesign ist das ganz klar. Blau steht für Vertrauen. Denken Sie an alle großen Logos oder Unternehmen oder Marken, die mit die Allianz zum Beispiel, die ist blau. Die Deutsche Bank, die ist blau. Wir vertrauen der Farbe Blau. Das waren bestimmte Regeln, die wir auch inhaliert hatten und die wir ganz stark auch gespielt haben. Das Problem war natürlich, dass am Schluss alle Banken blau waren. Und das Thema Differenzierung auf einmal eines war, der sehr viel stärker wurde. Das heißt, man hat wieder gemerkt, vielleicht können wir mit diesen ganz festen Regeln doch nicht so umgehen. Das betraf oder betrifft nicht nur Logos, zum Beispiel auch das Thema Reinheit ist immer etwas, was schräg gestellt ist, was von links sich nach links verjüngt bzw. nach rechts größer wird. Hier haben wir zum Beispiel das Beispiel Clorox aus den Staaten. Das ist der Reiniger. Wenn man sich mal im Supermarkt umguckt, es gibt so ein ganz klares Schema, wie gestaltet wird. Natürlich gibt es einen Hintergrund, warum das schräg gestellt ist, damit das Logo größer werden kann. Aber grundsätzlich auch hier, das Thema Differenzierung wurde immer schwieriger. Deswegen ist man einen Schritt weiter gegangen und sagt, na, vielleicht reicht es nicht, wenn wir nur über Form und Farbe und Schrift und Bild sprechen. Vielleicht muss so eine Marke auch noch mehr haben. Vielleicht muss man über wirklich eine Strategie, über Kommunikation, über eine Kultur und ein Behavior sprechen, über ein Verhalten sprechen. Und dass das dann stärker in ein Corporate Design sich mündet, um aber mehr zu haben als einfach nur unsere Gestaltungsguidelines. Wichtig nach wie vor, Konsistenz, Kontinuität und Konsequenz. Das Thema, ich muss es wiedererkennen können, ich muss wissen, woher es kommt, es muss mir ein bestimmtes Qualitätsmerkmal widerspiegeln. Und so haben wir zum Beispiel diese Marke neu gestaltet. Die Ergo kam zu uns und die Ergo gab es schon, aber die Ergo hat fusioniert zum Beispiel mit der Hamburg-Mannheimer, was sie ziemlich bald bereuen sollten aus verschiedenen Gründen. Und wie das immer so ist, die ganze Entwicklung dieser Marke ist innerhalb von 3 Monaten passiert, was eigentlich unfassbar ist, sowohl die Strategieentwicklung als auch die Gestaltung. Und die Strategie war eine ganz klare Differenzierung auf dem Markt. Wir wollen anders sein. Der Platzhirsch ist ganz klar die Allianz, blau, dunkelblau mit ihren sehr seniorigen Vertretern, immer ein sicherer Fels in der Brandung. Die Ergo hat gesagt, wir wollen anders sein, wir wollen menschlicher sein, wir wollen den Kunden im Mittelpunkt stellen, wir wollen ihm zuhören, wir wollen für ihn da sein, wir wollen weniger lange Texte in unseren Versicherungsbedingungen haben und so weiter. Deswegen haben wir als erstes, die Farbe war ganz klar, es musste was Leuchtendes sein, was Warmes, wir sind auf Rot gegangen, wir haben eine Typografie entwickelt, die mit vielen Rundungen und sehr menschlich und warm aussieht. Es gibt ein Designelement, das sieht man hier, das sind die Flows, das sehr organisch ist, was es ganz klar auch differenziert von dem sehr geraden, rechteckigen, was die Allianz hatte. Und es gab eine große Kampagne von Eimark von Lobenstein, damals noch Eimark Rapp-Stolle, die Werbeagentur aus Berlin. Da gab es dann eben diesen Typen, der irgendwie durch die Gegend spaziert ist und gesagt hat so, ich will eine Versicherung, die mich versteht, die mit mir spricht. Und am Schluss saß er in dem Ledersessel, hat die Musik gehört und alle wussten, endlich ist die Versicherung da, der ich wirklich vertrauen kann. 2 Monate später war dieses Bild in der Presse. Das ist ein Bordell in Budapest mit exotischen Tänzerinnen und es gab dann lange Diskussionen, welche Farben die Bändchen hatten, die die verschiedenen Manager
der Hamburg-Mannheimer an ihren Armen hatten, denn die, die ein blaues Bändchen hatten, durften 3 Frauen mit in ihr Zelt nehmen, die nur 1 hatten, durften auf keinen Fall und so weiter. Sprich, keiner hat sich mehr für unser Corporate Design, für unsere Marke, für die Werte, für die Persönlichkeit von Ergo interessiert. Alle haben nur noch darüber gesprochen, wer wann wo im Puff war und wie viel Geld dafür ausgegeben wurde, das natürlich aus versicherten Geldern rekrutiert war. Das war ein Obergau und die Ergo hat verhältnismäßig gut reagiert, sofort rausgehen, sofort nach vorne, ganzseitige Anzeigen. Es tut uns wahnsinnig leid, das ist passiert. Wir werden dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Na, na, na. Das Blöde ist, ein Jahr später ist es wieder passiert und das ist so sehr, sehr schwierig. Solche Fälle hatte ich leider schon öfter. Insofern ist dieses Thema, eine Marke einmal so etablieren und dann bleibt die da auch so, weil wir haben ja alles richtig gemacht, ist utopisch. Man weiß nie, was passiert. Nestle hat ein Riesenproblem mit ihren Palmölfeldern und den Orang-Utans, die aussterben, damit KitKat-Riegel draus gemacht werden können. Und das ist alles ganz furchtbar. Und in der Tat, das ist auch richtig so. Und woran liegt das? Das liegt natürlich an der veränderten Medienlandschaft. Was da draußen passiert, bleibt nicht lange unentdeckt. Ein H&M wird immer teurer, weil sie sich nicht mehr leisten können, ihre Sachen von kleinen blinden Kindern nähen zu lassen. Bedeutet, auf einmal gehen alle rüber zu einem Primark, weil im Endeffekt ist es mir dann doch egal, ob die Fabriken in Indien einstürzen oder nicht. Hauptsache, ich kann mir bei Primark 7 Pullis kaufen, anstatt nur 2 bei H&M. Und das sind so Markengeschichten, die überhaupt nichts mehr mit Gestaltung zu tun haben. Die haben auch nicht mehr mit den Fotos zu tun, die wir in der Branding-Agentur entwickeln. Sprich, wir müssen überlegen, was gibt es für andere Mechanismen und Medien, die Marke trotzdem immer wieder spannend und korrekt zu halten. Es gab dann so einen Punkt, das war, den habe ich noch miterlebt. Auf einmal, wir waren ja immer Deutschlands größte CI-Agentur, nicht CD. CD ist ja nur Design, CI ist ja auch Identität. Auf einmal hat kein Mensch mehr von CI gesprochen. Auf einmal haben alle nur noch von Branding gesprochen. Das war das große neue Buzzword. Und auf dem Weg zu dem, was jetzt gerade da ist, war das, glaube ich, schon nochmal ein größerer Umbruch. Hat ganz viel zu tun mit Strategie natürlich, die hatten wir auch schon, aber das Thema Brand Experience, das Markenerlebnis, das war etwas, was neu dazu gekommen ist und was die Leute wirklich beschäftigt hat. Wie nehmen die Leute meine Marke wahr? In welchem Umfeld nehmen sie meine Marke wahr? Gibt es Erlebnisse über das reine Produkt, über den reinen Produktgenuss hinaus, wie ich die Marke wahrnehmen kann? Und Zigarettenmarken mit wilden Partys, Alkoholmarken mit noch wilderen Partys, bestimmte Initiativen und Geschichten von Marken, wo die Leute irgendwie auf Events eingeladen haben. Das war auf einmal die Möglichkeit, eine Marke ganz anders wahrzunehmen, aufzuladen über Celebrities, über Testimonials. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kamen diese ganzen neuen Kanäle dazu. Brand Environments. Wie sieht der Laden aus, in dem meine Marke verkauft wird? Wie trete ich auf Messen auf? Digital Branding, eh klar, aber weg vom Internet. Wie trete ich auf mobilen Medien auf? Wenn ich auf einmal eine zeitliche und eine örtliche Relevanz habe, was muss meine Marke dann anders machen? Sieht die vielleicht am Abend anders aus als tagsüber? Verkaufe ich vielleicht meine Produkte anders, wenn ich sie im Kontext zum Beispiel von Jugendlichen verkaufe versus ältere Zielgruppen? Wie muss ich mich dort verändern? Das ganze Thema Soundbranding, wie und was wir zum Beispiel gerade gemacht, erzähle ich gleich beim nächsten Beispiel, total absurde Geschichten auch. Das ganze Thema Employer Branding, wie kriege ich denn die besten Mitarbeiter wirklich nach Bochum-Wattenscheid, wo doch eigentlich keiner hin will. Wie mache ich denen klar, dass meine Marke so toll ist, dass sie alle zu mir kommen müssen? Das hat mit Farbe, mit Gestalt und mit Logo schon lange natürlich nichts mehr zu tun und muss sich natürlich immer auf die Gegebenheiten einrichten. Eine spannende Geschichte, das ist ein Projekt, das ich gemacht habe, wofür wir auch ein paar Preise gewonnen haben und was noch viel schöner ist, was wahnsinnig erfolgreich ist. Eprimo ist ein Energiediscounter. Nun gibt es kaum etwas Unsexieres als einen Energiediscounter. Vor allem, es gab irgendwie schon, es gab Yellowstrom, es gab Ewi Einfach und, glaube ich, noch 2 andere, die Lilanen, die da aus Holland kommen oder so. Und wir so, was machen wir denn? Wie kriegen, und Eprimo gab es, das war ein Energiedienstleister aus der Nähe von Frankfurt, aus Zeppelinheim, die nicht besonders billiger waren als die anderen, die auch nicht irgendwie, ich meine, Strom ist Strom, wie sollst du da einen qualitativen Unterschied herausfinden?
Yellow hat gesagt, wir sind gelb. Das war ein ziemlich smarter Move. Gelb, gut, günstig. Und wir haben sehr lange überlegt, was können wir für eine Geschichte erzählen, die ihr Primo interessant macht, die ein Thema interessant macht, das eigentlich echt wahnsinnig unsexy ist. Und wir haben die unterschiedlichsten Geschichten versucht zu skizzieren. Wir haben Welten aufgebaut, bis wir überlegt haben, wo kommt denn der Strom eigentlich her? Dann haben wir so ein bisschen länger nachgedacht und gesagt, natürlich, der Strom, der kommt doch logischerweise von den E-Primos, also zumindest der gute, günstige Strom. Und wenn man in die Steckdose reinguckt und nur ein bisschen weiter guckt, dann sieht man, dass es da hinten ganz grün ist und dass es so gebritzelt ist und dann sind da tausende Millionen von kleinen E-Primos, die nur darauf warten, dass du als E-Primo-Kunde den Strom anschaltest und dann kommen die rausgesaust und kommen und bringen dir diesen wahnsinnig günstigen, wirklich ziemlich coolen Strom. Und hier sind sie, die E-Primos, da sieht man sie schon um die Kunden rumfliegen. Die Geschichte ist total albern und kindisch und die kam mir, als ich mich erinnert habe, als Kind habe ich so ein Buch gehabt, das war das große Buch der Zwerge. Und das große Buch der Zwerge hat sehr wissenschaftlich beschrieben, das gibt es immer noch, so ein ganz tolles, groß, wunderschön illustriert, das sehr wissenschaftlich erklärt, wo Zwerge herkommen, wo die leben, dann gibt es noch die bösen Trolle und so weiter. Und lass uns das für E-Primo auch machen. Was wir gemacht haben, wir haben ein Buch gemacht über die E-Primos und alle E-Primo-Kunden haben erstmal ein schön gebundenes Buch bekommen, wo kommen die E-Primos her. Und dann haben wir die ganze Markengeschichte und die ganzen Markenwerte von E-Primo in dieses Buch reingepasst. Zum Beispiel haben wir festgestellt, bei der DNA der E-Primos, da gibt es auch so ein schottisches Gen. Deswegen ist E-Primo so wahnsinnig günstig. Und lauter so kleine Geschichten. Und was sich jetzt so anhört, wie so, naja, ist ja eine lustige Geschichte, das hat wahnsinnig eingeschlagen. Die Leute haben alle so, oh, ich habe noch nicht so ein Buch, ich möchte auch gerne so ein Buch haben. Die haben bei uns angerufen, bei der Agentur jetzt am Schluss, habt ihr noch mehr so Bücher? Wir haben die ganzen Städte plakatiert. Berlin war komplett grün, was man da oben, da sieht man ja am Tegel die Zufahrt, überall alles. Wir haben natürlich gesagt, wir haben die Geschichte, die kann ich immer wieder erzählen von den E-Primos. Die gibt es dann auch noch mit den Gas-E-Primos und mit den Ökogas-E-Primos. Und wenn es einen Umzug gibt mit E-Primo, dann kommen die schon und haben dir schon die Kartons vorbereitet. Das heißt, alle Produkte und so weiter wurden immer mit diesen kleinen Geschichten kombiniert, die wir über sie erzählt haben. Und da haben wir natürlich eine schöne Flexibilität auf einmal reingekriegt in die Markenführung. Denn das Einzige, was dabei sein muss, musste immer ein E-Primo dabei sein, es musste grün sein. Der Rest, unser Markenbuch, war total klein. Der größte Teil war wirklich die Geschichte der E-Primos. Und das haben wir dann in die Agenturen gegeben und die fanden das super. Die haben sich lauter neue Geschichten ausgedacht. Und auf einmal waren wir nicht mehr die böse Designpolizei Metadesign, die immer gesagt hat, nee, das ist ein 45-Grad-Winkel und das müsste noch ein anderes Blau sein. Sondern wir waren diejenigen, die hingekommen sind so, kennt ihr eigentlich die Geschichte der E-Primos? Und wir haben kleine Filme gemacht, im Internet gab es dann kleine Shorties und so weiter. Wenn du blöderweise einmal bei Stromsuche bei Verivox E-Primo gesucht hast, haben dich monatelang immer kleine E-Primo-Filme verfolgt und so weiter. Und das heißt, auf allen Medien, das war bewegt, da gibt es einen Sound und so weiter. Und zu guter Letzt war der Kunde so begeistert, wir haben sogar einen E-Primo-Duft entwickelt mit einem Duftexperten. Der riecht ganz frisch, ein bisschen apfelig und ein bisschen zitronig. Und so werden die Rechnungen jetzt beduftet, damit, wenn du die Rechnung kriegst, du ein positives Gefühl hast. Das war so der Moment, wo ich dann gedacht habe, ich bin ein bisschen eine Prostituierte, weil ich habe gesagt, das ist eine super Idee, weil ich wollte so wahnsinnig gerne mal einen Markenduft machen. Das war so ein bisschen, also eigentlich hätte man es nicht machen dürfen. Aber naja, gut. Egal. Ich hoffe, hier ist kein E-Primo-Kunde oder irgendjemand mit E-Primo verbunden. Gut. Das Problem bei dieser Geschichte mit diesem Branding ist, dass Branding ja ein Wort für alles Mögliche ist. Und bei Metadesign, wo ich ja jetzt nicht mehr bin, aber mit denen ich immer noch sehr freundschaftlich verbunden bin, sah am Schluss unsere Angebotsliste, und das ist noch nicht die ganze. Warum nicht? Also ich sehe ja schon ein anderes Bild. So. Ach, darf ich einen kurzen Exkurs machen? Eine kleine Warnung. Falls irgendjemand vorhat, sich auf seinen Mac Maverick zu spielen, tut das nicht. Ich habe es heute Nachmittag gemacht, weil ich dachte, gehst du an die Uni, willst ein bisschen schick dastehen, hast das neue System. Und dann habe ich danach noch einmal die PowerPoint hochgefahren, mir sie kurz angeguckt, die ist in die Knie gegangen und kam nie wieder hoch. Deswegen habe ich alles irgendwie jetzt in Dings nochmal nachgebaut in Keynote. Deswegen ist es auch nicht mehr ganz so schick, wie es mal war. Kleine Warnung, ladet euch nicht Maverick runter. So. Wieder zurück zu unserem Thema. Das war auf einmal unser Angebot, das wir hatten beim Metadesign, das wir immer noch haben. Und ich als Executive Creative Director vertrete natürlich die Agentur und muss über jeden einzelnen dieser Bereiche Bescheid wissen. Ich muss ihn nicht exakt umführen, aber ich muss jedes der einzelnen Themen kennen und glaubhaft vertreten und verkaufen. Und das ist etwas, was eine dieser Kehrseiten ist. Denn
ich habe natürlich mein Team dort und ich hole mir dann, wenn es um Brand Language geht, jemand dazu. Nur im Zweifelsfalle beim ersten Kundentermin bin ich alleine. Und das ist etwas, was, glaube ich, nochmal eine große Herausforderung werden wird, weil das ist nur ein Teil des gesamten Angebots. Und so wie die Medien sich ja täglich weiterentwickeln, wird sich das auch noch weiterentwickeln. Insofern bin ich sehr gespannt und ich kann selber noch nicht so genau sagen, wo die Reise eigentlich hingehen wird. Wird es am Schluss nur noch lauter Spezialisten geben oder wird es der Mega-Multitasker werden? Es wird irgendwas dazwischen sein. Auch das war ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr bei so einer großen Agentur sein. Denn was ich hier so toll liest, wie so, oh, dann kann ich Motion Graphics machen und als nächstes mache ich dann mal wieder das, das flasht eine gewisse Zeit, aber irgendwann merkst du, dass du in so ein blödes, gefährliches Halbwissen abdriftest. Und dass du zum Teil dann natürlich auch Dinge machen musst, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast, aber das passt halt jetzt zum Kunden. Oder du verkaufst ihm etwas, wie das Thema Duft, das gar nicht so dazu passt. Also man muss, glaube ich, wirklich auch aufpassen bei diesem Thema Branding, dass man so ein bisschen bei sich selber treu bleibt und das, was man eigentlich machen möchte, nicht vergisst. Nächster Schritt. Aus, wir hatten jetzt gerade das Thema Branding. Es wird natürlich viel weiter. Narrative Branding ist so der nächste Schritt gewesen, wo dann alle gesagt haben, naja, eigentlich geht es doch im Grunde nur ums Geschichtenerzählen. Um eine Bedeutung, um eine Haltung einer Marke, einen Assoziationskontext, wie sehe ich die denn, wie fühlt sich die denn so an und um Inhalte. Und das haben viele Marken auch genutzt, um einfach mal Geschichten zu erzählen. Und zwar Geschichten, die vielleicht mit ihrer Marke gar nicht so viel zu tun haben, die aber interessante Geschichten waren. Und das Problem dabei ist, dass du natürlich damit deinen Markenkern total verwässerst, beliebig wirst, austauschbar wirst und unglaubwürdig wirst. Und man hat dann so einen Blumenstrauß von Ideen und man schmeißt dann so Geschichten raus und sagt, wir stehen jetzt für das Thema, weiß ich nicht, Happiness, ohne jetzt eine bestimmte Marke zu benennen. In Wirklichkeit verkaufst du allerdings ein hochgradig diskutables Produkt, das sowohl Kinder fettleibig macht, als auch ihre Zähne irgendwie faul. Und bist aber sagst so, hey, wir sind aber für das Thema Happiness verantwortlich. Und das ist gefährlich. Blöderweise einer meiner Ex-Kunden, insofern möchte ich da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist schwierig. Insofern muss man sich sehr genau überlegen, welche Geschichte man erzählt. Andererseits, was willst du machen, wenn du braune Brause herstellst, wie viele Geschichten hast du schon zu erzählen? Aber es geht und jetzt kommt ein Film, den ich wahnsinnig toll finde und ich finde, den schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Ja, das ist wohl einer der besten und am meisten ausgezeichneten Filme der letzten Zeit, wenn es um Markengeschichten erzählen geht. Und das sieht jetzt so einfach aus. Und du, da lassen wir doch einfach einen tollen Schauspieler durch die schottischen Highlands gehen und der erzählt so ein bisschen. Das Briefing möchte ich gar nicht wissen, was da alles drinsteht, was da alles rein muss. Denn da ist die komplette Unternehmenshistorie drin, da ist die Produktrange drin, da ist das komplette Design erklärt worden und so weiter. Fantastisch. Und das ist einfach nur so ein Spaziergang durch die schottischen Highlands. Und das ist natürlich eigentlich der Markenkern Keep Walking, Johnny Walker, perfekt. Das ist eine Idee, da muss man wahnsinnig neidisch sein und sagen, ah, warum ist mir das nicht eingefallen? Und da gibt es ein ganz tolles Zitat von Salman Rushdie, oder Rushdie, der gesagt hat, wer hat das Recht, eine Geschichte zu erzählen und wie? Und das finde ich im Zusammenhang mit Narrative Branding ein sehr schönes Zitat. Denn es hat einfach nicht jeder das Recht, eine Geschichte zu erzählen. Es kann sie jeder erzählen. Aber am Schluss sitzen wir alle da draußen und wir glauben sie oder wir glauben sie nicht. Und ich glaube, die meisten von uns haben die Geschichte gerade geglaubt über einen Whisky von zum Teil zweifelhafter Qualität. Spannend. Und der nächste Schritt ist dann ja eigentlich schon Agile Branding. Bei uns haben wir hatten einen Pitch vor 1,5 Jahren, ich darf leider nicht sagen, worum es ging, sonst muss ich wahnsinnig viele Millionen zahlen, zumal es für das Internet aufgenommen wird. Es gab einen Pitch einer sehr großen deutschen Marke, sehr groß. Die haben sich neu positioniert, beziehungsweise haben gesagt, wir wollen uns ein bisschen neu positionieren und wollen aber gleichzeitig Liquid Branding. Und wir so,
was ist das denn, Liquid Branding, also keine Ahnung. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, ja, wir wollen eigentlich immer wieder neu sein. Wir wollen vielleicht ein, zwei Merkmale haben, die uns definieren. Ansonsten soll alles frei sein. Und das ist natürlich bei einem Konzern dieser Größe ganz schön schwierig. Jetzt haben wir den Pitch blöderweise auch noch irgendwie verloren. Sprich, ich darf noch nicht mal erzählen, wer es war und wie es aussieht. Es gab dann immer so ein Beispiel, so, ja, wir wollen gerne so ein bisschen so sein wie AOL. Und das war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich glaube, das ist nicht das richtige Beispiel. Das war damals, wann war das? Vor 2 Jahren, glaube ich, als die rausgekommen sind. Die haben eben das AOL-Logo neu gestaltet und der Witz bei der Geschichte ist, dass es immer wieder auf unterschiedlichen Hintergründen auftaucht. Das ist eigentlich nicht meine Vorstellung von Agile oder Liquid Branding. Das ist mir ein bisschen zu oberflächlich gedacht. Deswegen habe ich mich hier hingesetzt und habe versucht, etwas wissenschaftlicher zu denken, habe mir mal das Manifesto, das Sie wahrscheinlich alle auswendig mittlerweile gelernt haben, mal angeschaut und geguckt, inwiefern das denn wirklich zutrifft auf meine Arbeit oder die Arbeit meiner Agentur, in der ich gearbeitet habe. Individuals and Interactions of a Process and Tools, in der Tat, es geht sehr viel mehr um den Konsumenten, es geht sehr viel mehr um den Menschen, als um das, wie setzen wir es denn um und was sind die Guidelines und was sind die Regeln. Working Software over Comprehensive Documentation, es gibt für die ganz großen Konzerne, machen wir sie noch, die Mega-Dokumentationen, Webseiten, die so groß sind, dass man sie nicht an einem Tag erfassen kann. Das ist es eigentlich nicht mehr. Bei Eprimo war es ein kleines Büchlein und ein Film und das hat gereicht und trotzdem haben alle die Marke richtig verstanden und es gab trotzdem keine Katastrophen. Customer Collaboration over Contract Negotiation, in der Tat, Kollaboration, zum einen mit dem Kunden. Die Art, wie wir Projekte entwickeln, hat sich deutlich entwickelt. Früher war es so, es kam Briefing, wir sind 6 Wochen irgendwie in Deckung gegangen, haben gearbeitet, haben es präsentiert. Heute ist es so, dass wir haben gerade einen riesengroßen Kunden, ich mache noch ein Thema bei Metadesign, der ist jede Woche 2-mal da. Der entwickelt die Dinger mit uns zusammen. Das kann manchmal gut sein, das kann manchmal auch wahnsinnig anstrengend sein, aber das ist keine Diskussion mehr. Die Kunden wollen dabei sein, die wollen das mit uns zusammen entwickeln und das Schlimme ist, es kann auch sein, dass er nächste Woche sagt, nee, habe ich mir eigentlich nochmal ganz anders überlegt und du musst wieder so und da müssen wir schauen, nee, aber es wäre doch, also es ist schon, es kostet mehr Kraft, muss man ehrlich sagen. Aber das Ergebnis hat dadurch auch eine deutlich höhere Qualität. Und zu guter Letzt, responding to change over following a plan, das meinte ich gerade schon so, ja, wir sind heute mal so und dann muss man so, man muss sich drauf einlassen. Und dann habe ich, als ich das so gelesen habe, gedacht, es kommt mir alles so wahnsinnig bekannt vor. Warum kommt mir das denn so bekannt vor? Und dann habe ich gemerkt, dass das Manifest, das ich vorher so noch nicht kannte, hat doch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Thema, das bei uns aus meiner Welt kommt, nämlich das Thema Design Thinking. Ich weiß nicht, ob Sie in der Runde schon drüber gesprochen haben. Design Thinking ist eine Methode, die entwickelt wurde, um Probleme zu lösen. Und man hat sich orientiert an den Designern, weil die Designer schon immer Probleme gelöst haben und die haben wohl irgendwie Wege gefunden, das auf eine andere, auf eine kreativere Art zu machen. Und was ist so der Hintergrund? Wir Designer setzen uns gerne mit anderen Disziplinen zusammen. Ich hole mir gerne auch mal einen Musiker dazu oder ich hole mir gerne mal einen Journalisten dazu, wenn ich ein Thema nicht richtig verstehe. Also so eine Offenheit, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Design Thinking. Fragestellungen festzulegen und immer wieder zu versuchen. Ich mache 1000 Scribbles und am Schluss wird es das 99. Also immer wieder probieren, versuchen, nicht sofort einen Weg gehen und sagen, das ist der richtige. Das ist so das Design Thinking, der Design Thinking Prozess und das ist ein sehr iterativer Prozess. Ganz am Anfang geht es darum, erstmal zu verstehen, was ist denn unsere Aufgabe? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das gerade mit dem ganzen Thema Agilität, dass dieser Prozess doch sehr verwandt ist, dass man bestimmte Themen da immer wieder sich rausnehmen kann. Insofern, wenn es interessiert, das lohnt sich da nachzugucken. Es gibt zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut. Hasso Plattner von SAP hat ein Institut gegründet, sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt, das eben auch so gebrandet hat. Die D-School in Potsdam ist da auch ein großer Verfechter, wo man eben lernt, wirklich so zu denken und zu arbeiten. Zuerst geht es darum, Empathie aufzubauen, visuell zu denken, Geschichten zu erzählen, um das Problem erstmal zu fassen, das man lösen muss, eine bestimmte Aufgabe. Weiter geht es das Beobachten, dass man wirklich genau hinguckt, wie sieht das denn aus, Visual Diaries anlegt, einen großen War Room aufbaut und alles, was man zu dem Thema findet, hinpinnt und guckt, wie sieht das denn aus, ist beleuchtet, habe ich noch was vergessen, gibt es jemand anderen, der mir noch eine andere Geschichte dazu erzählen kann.
Point of View. Ich sehe es nicht immer nur aus meiner Designerbrille, sondern stelle mich mal auf die andere Seite und sehe es als Konsument oder sehe es als Auftragnehmer oder sehe es als Wettbewerber. Auch mal ganz spannend, sich so eine Marke anzugucken. Insofern ganz unterschiedliche Point of Views, also Standpunkte einzunehmen. Dann kommt, das ist mein Lieblingspart selbstverständlicherweise, das Ideate. Wir probieren mal alles aus und wir probieren auch Dinge aus, von denen wir echt nicht wissen, ob sie funktionieren. Es gibt ein Mantra, das heißt, fail often and early. Es ist total okay, wenn mal was nicht klappt und wenn mal was blöd läuft. Das ist in der Agentur gar nicht so einfach. Metadesign hat sich das jetzt auch groß auf die Fahnen geschrieben, Design Thinking. Erzähl das mal einem Account Manager, wenn du sagst, leider wären wir noch nicht so schnell fertig, weil wir haben jetzt dreimal gefailt, sehr oft und early und so weiter, aber wir haben noch nichts, was wir dir geben können. Insofern, das Finanzielle und das Ideelle, das kracht hier manchmal schon ganz schön zusammen. Und was man dann macht, dann probiert man es aus, dann baut man Prototypen, dann geht man nicht sofort hin und sagt so, oh, das ist es, komm, lass es, sondern dann macht man erstmal mit Pappmaché oder mit irgendwie ausgeschnitten und so weiter, macht unterschiedliche Prototypen, stellt die auf, probiert die aus, bastelt, gibt es mal in der Zielgruppe, guckt mal von einem anderen Winkel drauf und dann, wenn man den finalen, das finale Objekt hat, die finale Idee, die finale Kommunikation, dann fängt man an, es zu testen, dann ist es nicht fertig, sondern es geht immer wieder in den Test. Und wie Sie hier auch sehen, diese Kreise, es kann auch mal sein, dass ich beim Prototypen feststelle, so, ich glaube, wir haben irgendwas vergessen ganz am Anfang. Lass uns nochmal zurückgehen. Das tut weh, aber wenn man von Anfang an das so eingeplant hat und weiß, dass das der Weg ist, den man geht, dann ist es manchmal auf einmal ganz einfach. Und das ist spannenderweise eigentlich schon so, wie wir Designer das auch gelernt haben, so zu gehen. Bis dann die bösen Account Manager kamen und uns zurückgepfiffen haben und gesagt, so geht das nicht, weil du arbeitest nicht auf Plan bzw. rentabel und so weiter. Insofern geht es in eine Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Insofern denke ich auch, dass wir auch hier auf einem sehr guten Weg sind. Das Design Thinking Manifesto finde ich ganz spannend, wenn man sich das nochmal so rausnimmt, das auch dem anderen Manifest gegenüberzustellen. Observation over Speculation, also nicht sich hinzusetzen und sagen, ich glaube, die Zielgruppe ist so und so. Ich habe so das Gefühl, die Frau um die 53 trägt wahrscheinlich eher so und so, sondern man geht hin, man geht, guckt sich die an, man schaut irgendwie, wie lebt sie, wie, in welchem Umfeld bewegt sie sich und so weiter. Ambiguity over Certainty ist gar nicht so einfach, weil natürlich haben wir sehr schnell unsere Meinung und sagen, ich weiß schon, musst du mir jetzt nicht nochmal erzählen, sondern zu sagen, vielleicht weiß ich es halt auch nicht. Das auch wissen wir alle gerade in der Agentur, aber auch in anderen Umfelden, profiliert sich immer der Bescheid weiß, der sagt, ich weiß es. Jetzt zu sagen, ich weiß es auch nicht so genau, das ist ein Paradigmenwechsel, der gar nicht so einfach ist, auch für Leute, die eben lange in Agenturen waren. Und wenn dann junge Menschen reinkommen und sagen so, keine Ahnung, lass uns doch mal gucken, dann ist das schon etwas, was wirklich einen kulturellen Wandel auch bedeutet. Questions over statements. Nicht so die klassische Werber, die so und so und so, sondern erstmal zu fragen, wirklich aber echt zu fragen, ein Interesse zu haben. Ist nicht so einfach. Doing over talking. Heute Abend, naja, ich halte einen Vortrag, deswegen ist das nun mal so, aber eigentlich sollte man viel mehr machen, als die ganze Zeit drüber zu quatschen. Failing early and often. Over getting it right, das ist mein Liebling. Wir dürfen Fehler machen, man muss nicht immer alles richtig machen. Deferring judgment, ganz wichtig. Am Schluss hatten wir bei uns in der Agentur auch immer don't judge. Es geht nicht darum zu sagen so, du hast es falsch gemacht, ich glaube, das funktioniert nicht, weil dadurch gehen manchmal die besten Ideen kaputt. Erstmal alles lassen und dann im Testing wird sich schon rausstellen, ob es funktioniert oder nicht. Aber nicht sofort sagen so, nee, haben wir schon probiert, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Insofern diese ganze sehr althergebrachte Denke, die wird da komplett auf den Kopf gestellt. Responding to change over following a plan, die Flexibilität, ganz klar. Und asking why over seeing solutions. Immer wieder fragen und nicht schon zu sagen, ich glaube, ich habe die Lösung. Das ist so verlockend, das zu tun, weil man dann auch irgendwann mal fertig ist. Aber vielleicht ist es nicht das beste Ergebnis. Und so habe ich, und jetzt kommen wir zum Schluss, ich bin schon viel zu lang, gell? 5 Grundsätze für zeitgemäße Markenentwicklung und Führung. Das sind Dinge, die ich bei Metadesign mit meinen Kollegen entwickelt habe. Was macht Marken wirklich gut oder was macht eine gute Markenentwicklung? Viele von den Dingen sind selbstverständlich. Ich finde, manchmal ist es wichtig, dass man es aufschreibt. Menschen unterscheiden nicht zwischen online und offline, zwischen digital und real, sondern Menschen
entscheiden aus Situationen heraus, aus Bedürfnissen. Vielleicht bin ich heute irgendwie ein Anzugsträger, morgen bin ich es nicht mehr. Heute finde ich es irgendwie, bin ich total sportlich eingestellt, morgen finde ich Sport ganz furchtbar. Im Moment interessiert es mich nicht, was im Fernsehen kommt, morgen bin ich totaler Fernsehjunking. Das heißt, meine Einstellungen ändern sich permanent. Ich nehme immer in unterschiedlichen Medien wahr. Responsive Design war ja das große Thema des letzten Jahres. Webseiten, die auf jedem Medium, die sich jedem Medium anpassen. Auf dem Bildschirm sieht es anders aus wie auf dem iPad. Ich finde es total spannend, dass sie da Newton nochmal mit eingebaut haben. Den gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber schön. Beim Boston Globe schon. Das Spannende daran ist, ich finde, es ist schon wieder zu kurz gedacht. Denn in der Tat, es ist schon schön, wenn ich natürlich irgendwie auf meinem iPad beziehungsweise auf meinem, bei Bild Online dann die Online-Version habe, die irgendwie viel einfacher zu lesen ist. Spannend wäre natürlich, und das tun die Ersten auch schon, auch die Inhalte sehr viel mehr dem anzupassen, wie du eben gerade dein Device benutzt und wo du es benutzt. Menschen leben in einem Ökosystem und sind permanent vernetzt. Genauso geht es Marken. Eine Marke kann nicht mehr nur solitär darstellen. Die erfolgreichsten Marken sind diejenigen, die sich vernetzen. Eine meiner Lieblingsmarken, weil es einfach so wahnsinnig gut macht, ist Marc Jacobs. Marc Jacobs kennt jeder, großer Avantgarde-Designer. Seine Marke, sein Label ist verhältnismäßig teuer. Der hat es geschafft, sich bei Louis Vuitton zu positionieren, ist der Chefdesigner von Louis Vuitton leider gewesen, hört er jetzt auf, aber auf einmal gab es so ein komisches, also Louis Vuitton, die klassische französische Marke, wird von dem amerikanischen Enfant Terrible geführt, weil er sich als Marke so positioniert hat, dass sie gesagt haben, wir trauen dir das zu. Und auf einmal baut er so eine Welt außenrum, dann gibt es irgendwie Marc bei Marc Jacobs, dann gibt es noch Jacobs bei Marc Jacobs, dann macht er eine Linie für Sephora, wo er natürlich selber modelt. Habe ich heute Morgen nachgemacht, war eine blöde Idee, ich hatte keinen Nagellackentferner. Aber, und dann auf einmal gibt es hier die Diet Coke Edition, Marc Jacobs Loves Coke Light, es gibt Sharpies von ihm. Das heißt, er baut sich ein komplettes Universum mit lauter Marken, die er auch cool findet. Das Schlimmste wäre, wenn da jetzt eine Marke auftauchen würde, die er nicht cool findet oder die nicht zu ihm passt. Insofern, dieses Ökosystem ist total wichtig. Jemand, der das ganz anders gesehen hat, war die berühmte Marissa Mayer, die ja gefeiert wird als der tolle neue CEO. Was hat sie gemacht? Sie hat Yahoo neu gemacht. Und wie hat sie es neu gemacht? Indem sie das Logo neu gestaltet hat. Und zwar hat sie gesagt, und das Zitat finde ich so bezeichnend, "So one week into summer, I rolled up my sleeves and dove into the trenches with our logo design team. We spent the majority of Saturday and Sunday designing a logo from start to finish and we had a ton of fun weighing every minute detail." Das ist, glaube ich, das hat mich so wahnsinnig schockiert, weil Yahoo wissen wir alle und auch was für Hoffnungen in sie gesetzt wurden und wie sie auch gefeiert wird. Wenn so jemand dann so etwas sagt und darüber die neue Identität von Yahoo verkauft, ob das Logo jetzt gut ist oder schlecht, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, es geht nicht um dieses blöde Logo. Das Logo ist so unwichtig. Es geht um diese Welt, in der dieses Logo lebt und wie es sich immer wieder verändert und wie sich alles außenrum verändert. Und das kommt, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Und wenn du auf die Yahoo-Seite guckst, da hat sich nichts getan, da ist nur das Logo neu. Das gleiche gilt für Mondelez. Weiß nicht, ob Sie das kennen, das neue Kraft. Auch da haben sie nur das Logo gemacht und sonst nichts. Und das ist mir unvorstellbar, wie man in diesen Zeiten sich so auf so ein Ding ist. Marken müssen ihre Versprechen einlösen, überall und jederzeit. Dieses wirklich Versprechen geben und noch wichtiger, sie halten. Es gibt eine Marke, die ich wahnsinnig toll finde. Ich weiß nicht, ob Sie Apes Market kennen. ApesMarket.com ist eines der Startups aus Amerika, das gerade irgendwie alles im Sturm nimmt. Bei ApesMarket.com haben nachhaltige Marken die Möglichkeit, sich dort darzustellen. Es ist also eine Online-Plattform, eine Online-Shop, ein großer. Allerdings ganz anders aufgemacht als zum Beispiel, ich denke dann so an Davanda oder irgendwas Schreckliches Deutsches, was irgendwie schon so komisch riecht, so ein bisschen nach Bioladen und so weiter. Was die machen das sehr magazinig, machen das wahnsinnig menschlich. Zum Beispiel Ape, den Ape gibt es wirklich. Ape hat ein Kind gekriegt und deswegen gibt es erstmal auf alle Produkte im Shop 10% Nachlass oder $10 off. Wie geil. Wer in Deutschland würde sich jemals trauen, so etwas zu machen? Oder wenn man weiter runter geht, es ist jetzt gerade Halloween, dann hier so, kauft bei uns das Bessere. Oder hier unten dann auf der rechten Seite geht es irgendwie, der größte Grauen an Halloween ist die Schminke, die sich dein Kind ins Gesicht schmiert, weil das irgendwie Krebs auslösend ist und so weiter. Das heißt, in jedem Thema immer wieder ein klares Statement zu machen, sich auch mal trauen, unbequem zu sein, das passt zu dieser Marke. Und dann haben die noch so ein tolles Logo, also dann kann man eigentlich, das ist großartig.
Das heißt, Marken brauchen eine Idee, eine Haltung, ein Sendungsbewusstsein. Du musst wissen, für was du stehst. Und selbst wenn du nur Rasierklingen verkaufst, wenn du eine geile Geschichte dazu erzählst, funktioniert das. Wer kennt den DollarShaveClub.com? Noch so ein mega erfolgreiches Startup, bei Forbes irgendwie total gefeiert. Shave Time, Shave Money. Haben eine ganz einfache Website. Alles, was sie machen, ist, dass sie ein Abo haben, sodass du jeden Monat deine Rasierklingen kriegst. Und ich dachte, den Film muss ich Ihnen noch zeigen, weil der erinnert mich an einen Film, den ich irgendwoher kenne. Aber der ist so gut geklaut, dass er eigentlich schon wieder ganz gut funktioniert. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for a dollar a month, we send high-quality razors. Ich habe mir überlegt, die mir jetzt aus Amerika importieren zu lassen, weil ich das so, also das ist so auf den Punkt und hat so einen großartigen Humor. Es geht nur um Rasierklingen, aber die haben es geschafft, eine Geschichte drum zu erzählen. Perfekt. Brand Design wird flexibel, haben wir schon die ganze Zeit drüber gesprochen. Markendesign muss sich immer wieder verändern. Es gibt einen großen, man kann einen riesengroßen Fehler machen und dieser riesengroße Fehler trägt einen Namen. Wer von Ihnen erinnert sich an den Gap-Vorfall von letztem Jahr oder vorletztes Jahr war es, glaube ich? Ein Riesendrama. Denn über Nacht hat Gap einfach sein Logo ausgetauscht auf der Webseite. Ohne Kommunikation, ohne irgendetwas zu sagen, es sah auf einmal so aus. Vorher war es immer so, das ist das Alte, und dann war es auf einmal das Neue. Und das Neue war jetzt echt nicht so wahnsinnig schön. Es sah so ein bisschen aus wie in PowerPoint gebastelt. Und der Sturm der Entrüstung ließ nicht lange auf sich warten. Es gab also Tausende von Leuten, die es wirklich für nötig befunden haben, dann auf die Facebook-Seite zu gehen und zu schreiben, so, seid ihr total bescheuert, das ist so hässlich und ich werde nie wieder irgendwas bei Gap kaufen und das ist eine Totalkatastrophe. Und dann the first thing I learned about logo design was, if your brand is strong and people like your logo, don't change. Und das sind noch die netten, gibt es auch ziemlich böse. Dann könnte man jetzt denken, Gap wäre groß genug und hätte erfahrene Marketingstrategen, die das richtig machen. Was Gap gemacht hat, so, ja, wir haben schon gemerkt, es gefällt euch nicht so gut, das ist ja jetzt auch ein bisschen doof, tut uns auch leid, wir finden es selber ja auch nur so halb okay. Und dann haben sie aber das Schlimmste gemacht, ich habe es mal gehighlightet, dann schreiben sie, so much so, wir finden die Diskussion auch total geil, dass ihr euch über unser Logo so aufregt, weil es ja zeigt ja, wie sehr uns mögt. Wir haben uns überlegt, schickt uns doch euer Design. Und das ist das böse Wort, das nennt sich Crowdsourcing. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Denn eins ist ganz wichtig, bei aller Flexibilität, Agilität, alles, was wir hier machen, Design und Markenführung ist niemals demokratisch. Es gibt immer einen, der die Marke führt und das ist der Markeninhaber. Das darf niemals der Kunde sein. Das ist das große Missverständnis. Und Gap hat es nicht bekommen, kapiert und auf einmal kamen lauter Logos, die zum Teil auch ganz schön aussahen. Der Punkt war nur, keines dieser Logo hatte natürlich eine Geschichte. Jedes dieser Logo war einfach ein schön gestaltetes. Und jetzt kommen wir wieder ganz am Anfang, wo ich eben angefangen habe. Das ist Kommunikationsdesign. Das hat nichts mit Branding oder Corporate Design zu tun. Ganz wichtig, großer Unterschied. Agile Markenführung bzw. Liquid Branding, das heißt nicht, jeder kann mal und darf mal, sondern das ist der Punkt. Und dann gab es auf einmal Webseiten, die haben so Make Your Own Gap Logo. Und dann konnten die Leute selber Gap Logos machen. Und da musste sich natürlich dann keiner mehr wundern, dass die Marke innerhalb von Kürze sehr, sehr viel richtig macht und dass die schon immer, lange bevor wir über Liquid oder Agile Branding gesprochen haben, die haben es schon immer gemacht und die machen das immer noch und die machen es echt richtig gut und das sind die hier. Ich finde, Nike ist einfach eine der besten Marken, ob man jetzt lieber Adidas macht oder Puma, Nike hat die beste Markenführung, denn Nike hat es geschafft, nur durch ihren Charakter so stark zu sein, dass die eigentlich aussehen können, wie sie wollen, dass das irgendwie aussieht wie, weiß ich nicht, ob das Waschpulver, Koks oder Eis ist, was sie da irgendwie in dem Stripe gelegt haben, in dem Swoosh, aber ich weiß sofort, das ist Mikey und ich habe sofort 30 Bilder im Kopf und was sie halt auch immer machen, sie erfinden sich immer neu und das letzte Ding, das sie ja gemacht haben, war dieses hier, das haben sie ja dann noch zusammen mit Apple gemacht, das heißt, sie haben sich auch immer wieder Partner gesucht. Und das Spannende ist, auch da ist es nicht so, dass sie dann sagen, so, okay, das ist so geil, jetzt machen wir einen geilen Spot, sondern Nike sagt, es gibt die unterschiedlichsten Nutzer und wir machen einmal einen Spot, der ist so. The entire insight behind the Nike Plus Fuel Band is motivation. People want to be motivated. We want to make it really sehr amerikanisch, sehr groß, sehr lustig. Insofern lohnt sich, den mal anzugucken. Und so hat es Nike wirklich geschafft, Tausende von Welten aufzumachen, immer wieder anders zu sein, auf jede Veränderung zu reagieren, ob das jetzt hier irgendwie
sehr frauenspezifisch gedacht ist hier oder sehr, da gibt es ja diese Find Your Greatness mit den dicken Kindern, die irgendwie, wo man sagen will, jeder kann irgendwie auch etwas, oder hier dann irgendwie mit Celebrities, die können in jede Richtung gehen, weil sie es geschafft haben, sich als Marke so klar zu positionieren, sich so zu differenzieren, auch von ihren Wettbewerbern, obwohl Adidas und Puma und wie sie alle heißen, ASOS, sind so starke Marken und trotzdem ist Nike strahlt da heraus und das ist schon wirklich großartig. Und die haben das geschafft, was so ein bisschen mein Mantra ist, so dieses Sein statt Schein, Relevanz statt Penetranz, also immer da zu sein, wo es wichtig ist und nicht da, wo es mich nervt. Partizipieren statt Diktieren, das große Thema Freiheit. Ideen statt Regeln und zu guter Letzt immer eine gute Geschichte erzählen. Vielen Dank. Applaus